Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und irgendwann hatte ich mal gesagt, am 1. April werden große Projekte gestartet. Wir haben heute wieder den 1. April 1967, aber kein großes Projekt in der Pipeline. So, denn wir haben unsere Planung, die wir das letzte Mal hier gemacht haben, hier total verkackt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, das habe ich noch nicht gesehen, aber zu meinem Problem, warum die Leute nicht da arbeiten, wo sie arbeiten sollen. Da wurde was gesagt und das werden wir jetzt ändern, denn wir werden nämlich sagen, dass sie hier arbeiten sollen. Das hätten wir wirklich einen Kommentar schreiben müssen. Da habe ich echt nicht mehr dran gedacht. Danke für den Kommentar, danke für die Unterstützung. Dann können wir jetzt nämlich dann auch davon ausgehen, dass so einige Professoren immer mal hier sind. Und ich habe mir auch überlegt, also im Zuge dessen, dass ich natürlich hier hinten doch nochmal einen kleinen Block baue, wo ich, keine Ahnung, so 75 von diesen Intelligenzbestien drin habe, die ich alle hier reinstecke, damit die Professoren hier richtig arbeiten können und das dann hier gut ausgebildet wird. So, das als erstes, als Reaktion auf Kommentare und Ähnlichem. So, war noch irgendwas, was ich machen wollte? Nee, das war es jetzt erstmal mit den Reaktionen. So, hier die Straße ist natürlich fleißig im Bau. Die müssen wir natürlich dann erstmal fertig kriegen, bevor wir dann hier die Querverbindung noch anbauen, aber das kennen wir ja schon. So, und hier wollte ich natürlich wie blöde probieren, irgendwie hier eine Kiesverarbeitung so hinzukriegen, dass man nachher alle Endprodukte da draus hat. Und genau das versuchen wir heute nochmal. Ich entschuldige mich schon vornherein, dass das wieder in einem wilden Chaos endet und wir nicht wissen, was wir alles brauchen und ich wieder wie wild durch die Baumenüs mich durchsuche und nicht die Stelle finde, die ich brauche. Das tut mir jetzt schon mal leid. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. So, dann werden wir nämlich, sagen wir mal, die Gebäude bauen, genügend Abstand lassen, dass wir Straßen dazwischen bauen können, auch die wir dann brauchen für eventuell Bushaltestellen und Ähnlichem. Was ist denn hier eigentlich? Das kann doch weg. So, das kann doch weg. So, gut, dann sind nämlich auch die Striche dort weg. Sehr gut. Ja, ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich den ganzen Bereich brauche, nur für das, was ich an dem Kies machen will oder so. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Aber dann haben wir hier Ziegel drin, dann haben wir da, hier alle möglichen Sachen drin. Und ich hoffe, dass ich dann hier wirklich nur noch den Stahl ankaufen muss und auch keine Platten mehr kaufe und keine Ziegel mehr kaufe. Das möchte ich gerne dort drüben dann durchproduziert haben. So. Gut, das heißt, ich muss erstmal ein Zementwerk richtig bestücken, damit ich dann vom Zementwerk aus quasi Nager bestücke. Das werde ich dann aber mit Fahrzeugen machen, das habe ich mir überlegt. Und dann vom Zementwerk werde ich dann links und rechts rausgehen zu den anderen Gebäuden, die das Zement oder den Zement benötigen. So viel dazu. Ich möchte ganz gerne erstmal eine Verarbeitungsanlage für Kies bauen. Und da ich da jetzt, sagen wir mal, recht flexibel sein möchte, werde ich sie wohl mir auch hier erstmal nach unten bauen. Was ist denn das? Warum ist denn das wieder was nicht gerade hier? Sieht doch alles aus wie Mucks und Mulle. Und ich überlege gerade im Hinterkopf, ob es Sinn macht, sich vielleicht zwei davon zu bauen. Ja, so wie wir hier oben eigentlich zwei von den anderen Dingern bauen wollen. Jetzt habe ich wieder das Mausrad gedreht, wollte ich nicht. Achso, die könnte ich ja nicht mal in den Bau geben, ne? Die könnten ja mal gebaut werden. Wo ist denn das Ding hier? So. Du kannst doch mal hier hinten ein bisschen was bauen. Das Ding und das Ding. Und dann nehmen wir noch das Konstruktionsbüro hier, ganz das ursprünglich alte mit dazu. Die können auch hier hinten bauen. Achso. So, das da und das da. Da könnt ihr euch mal schön dran beschäftigen. Da habt ihr dann noch ein bisschen was zu tun. So, gut. Was wird denn nicht aufgebaut, noch gebaut? Wie ist das jetzt hier mit den Arbeitskräften? Ne? Jetzt sind schon vier drin, ne? Das funktioniert. Also wir werden hier wahrscheinlich, vielleicht mache ich auch hier so eine Villensiedlung hin. Dass ich einfach so vier oder fünf solche Villen noch hinbaue. Eine Professorenvillen. Muss ich mal gucken. Das könnte man eigentlich machen, ne? Also hier sozusagen in der Straße ab und dann hier so vier so Villen hinstellen, die dann da an der Straße sind und dann hier hinten drüber verbunden sind. Die müssten ja dann eigentlich hier überall hinkommen. Von da aus mit einem Feldweg oder mit einer guten Straße. Damit ich hier eventuell dann halt immer 20, 30 Professoren drin habe, die dann richtig was machen. Und dann können wir auch die Forschung anschmeißen. Dann geht da richtig was. Aber gut. Träume sind Schäume. Nein, also das sind sozusagen die Träume, die ich habe. Hier wird schon mal hoffentlich dann irgendwann auch gebaut, dass ich da ein paar Leute hinfahren. Hier sind Arbeiter 20 am Arbeiten, 30 am Arbeiten. Hier kommt Holz und Bretter bis zum Umfallen.
Da müssen wir natürlich nachher später mal die Arbeiter reduzieren, dass da nicht mehr ganz so viele Arbeiter hinlaufen, beziehungsweise eigentlich die Arbeiter hier auf dieser Seite schon auch was mitmachen können. Deswegen ja eigentlich auch die Idee, dass wir hier, wir können hier nicht vom Rohstoffspeicher direkt an so ein Dings dran, ne? Das funktioniert ja nicht. Das ärgert mich am meisten, dass ich in diese Kiesverarbeitung nur mit einem LKW reinfahren kann. Na gut, ist halt aber so. Verarbeitung von Kies. So, damit müssen wir anfangen. So, das machen wir denn hier. Und zwar, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich würde es. Würde ich da denn noch hinbauen? Da will ich ja nichts mehr hinbauen. Benötigt flaches Gelände. Dann ebnet das doch mal ein bisschen ein hier. Jetzt kannst du hier ein bisschen mehr mit einebnen. So, so sieht doch schön aus. Zack. Gut. Okay, dann kriegt das nämlich hier gleich einen Straßenrahmen. Einmal so hier lang durch. Und dann von hier einmal so da lang durch. Jo. So, und dann kommt das da dran. So. Und jetzt müsste ich hoffentlich hier hinten rauskommen noch auf die Verteilungsstation, die ich habe. Ich will hier eine Verteilungsstation hinbauen, die dann hier in dem Bereich quasi das mit dem Kies macht, was hier Asphalt und Beton ist. Oh, Beton braucht ja schon wieder Zement, ne? Da muss ich den Zement hier schon wieder hinbringen. Okay. Warte mal, was braucht denn das? Jetzt geht's wieder los. Jetzt, ich habe gleich gesagt, dass ich hier in diesen Menüs jetzt so ziemlich viel Zeit verbringen werde. So, also unser Betonwerk braucht Zement. Unsere Asphaltanlage braucht das nicht. Fabrik für Plattenfertigteile braucht Zement. Das Zementwerk braucht es natürlich nicht. Die Asphaltanlage nicht. Ziegelfabrik auch nicht. Und das Stahlwerk auch nicht. Also muss das Zementwerk und das Beton. Nee, das Zementwerk. Die beiden. Fabrik für Plattenfertigteile und das Betonwerk müssen ganz nah da stehen, wo A. Kies zu kriegen ist, weil sie Kies brauchen. Und B. Zement. Das heißt, das Zementwerk muss beide beliefern können. So, das Zementwerk hat aber kein Förderbandausgang. Was ich natürlich sehr schade finde. Das hat nämlich nur einen standardmäßigen Ausgang für. Was brauchen das Zementwerk als Input? Das Zementwerk braucht Kies und Kohle. So. Hat aber nur als Input quasi. Oder als Output nur ein normales Förderband bzw. ein LKW. So, dann können wir das eigentlich, wenn das da Kies braucht. Warte, ich mach da erstmal noch ein Lager hin. Moment, ich mach da erstmal ein Kieslager hin. Rohstoff entladen, nee. Einen großen Rohstoffspeicher, ja. Den bauen wir hier erstmal hin. Der kann von unten beladen werden. Hier natürlich erst so ein bisschen begradigen die ganze Sache hier. So. Boarding ist noch so hier. So, ja, steht einigermaßen gerade, ne? So. Okay. Dann hoffe ich jetzt, das ist jetzt natürlich das Wichtige, dass ich weit genug weggebaut habe, dass ich dann jetzt hier die. Nee, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich bauen. Die wollte ich da jetzt dran setzen. So, das geht natürlich nicht. Brückenwolle konnte nicht gebaut werden. Da war jetzt wieder. Da haben wir den Salat wieder. Der kann gebaut werden. Wieso kann der denn nicht gebaut werden? Das ist doch schon wieder das Humbug hier. So kann ich dich denn schon wieder nicht bauen. Den kann ich bauen. Das finde ich ja schon wieder affig hier, ne? Und die Frage ist, reicht das aus, damit der alles im Rüber transportiert? Naja, gut, egal. So, und dann werden wir nämlich folgendes machen. Wenn wir hier einen Verteiler hinsetzen. Das war nämlich so meine Idee. Dass ich hier einen Verteiler hinsetze. Und dem eine Förderanlage da dran baue. Wieso geht das denn nicht? Verbindung zu scharf. Die Verbindung ist zu scharf. Weil der aus der Mitte geht. Und der kann aber hier nicht drüber bauen, weil. Wir wissen es nicht. Warum kann der aus der Mitte da drüber bauen und der andere nicht? Rückfaller konnte nicht gebaut werden aufgrund unserer Infrastruktur da darunter. Ja, da ist eine Straße. Wieso. Ah ja, von dem geht's denn oder was? Und das für ein.
Das ist doch Blödsinn schon wieder, das hier. So. Okay, dann hier, Schieberaupe. Machen wir den nochmal weg. So. Dann machen wir den jetzt hier dran. So. Dann machen wir Schieberaupe, den nochmal weg. Den nochmal weg. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal eine Straße hier unten drunter. Warte mal, machen wir die da nochmal weg. Diese Anschlussstraße da. So, weg damit. So, dann machen wir jetzt hier eine Straße drunter durch. Die müsst ihr hier drunter durchgehen. Geht sogar. Wunderbar. So. Gut, dann machen wir... Moment, Infrastruktur. Strom brauche ich auch noch irgendwann. So, hier wollte ich hier ein Förderband. Ich würde noch eine Förderbandanlage da hinbauen. Also zwei Förderbänder hier in dieses Lager. Damit dieses Lager von hier aus weiter verteilen kann. Hier unten machen wir dann irgendwo eine Verladestation hin oder so. Vielleicht auf die andere Seite der Masse. Ja, hätte ich vielleicht noch ein bisschen nach oben rücken können. Gut. Und dann machen wir hier noch einen Fördertransfer hin. Das ist ja auch schon wieder fies, ne? Na ja, gut, egal. So. Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Straße fertig hier. So. Und hier ein Straßenanschluss gleich dran. So, dann können wir hier nicht den Transferteil vielleicht hinbauen. Aber dann kriegen wir wahrscheinlich wieder kein Dings hin. Wo ist denn dieser Transfer-Bollo jetzt wieder hin hier? Rohstoffentladen. WLAN. Ach, da war wieder eine Infrastruktur, ne? Hier wieder drin. So. Den jetzt hier hinsetze, ne? Dann sagt der mir doch, dass der Winkel zu scharf ist. Ich könnte den so hinsetzen. Und dann kann ich ihn dann da abbiegen. Passt hier nicht rein, weil wegen ist... Nee. Das ist doch wieder alles frech hier. Nee. Kommt noch so nie... Naja gut, wir werden sehen. So. So. Gut, also dann haben wir hier ein Lager. So, dieses Lager, ich würde dann sagen, machen wir hier die Zementfabrik, die dann von dem hier beliefert wird. Damit dann hier der Zement in den Lager kommt und die dann... Ja. Zementwerk kann ich hier befüllen über... Also hier zumindest befüllen mit dem einen. Mit dem Kohle muss ich heranbringen. Dann muss ich hier eine Entlagerung, eine Entladung machen. So, also brauchen wir jetzt das Zementwerk. Nee, Lagerhaus nicht. Kohle, Kies. Zementwerk. So, das würde ich dann jetzt hier anschließen wollen. Durchaus hier an der Straßenkante. Bisschen Platz lassen. Da muss nämlich noch die Entladestation mit dazwischen. So, dann haben wir es aber gerade hier. Sieht mal gut aus. So. Dann können wir nämlich jetzt, hoffentlich... Infrastrukturmäßig von hier nach darüber gehen. Yep, da ist eine Infrastruktur da drunter. Doof, das habe ich mir fast gedacht. Da kommen wir nicht hin. Gut, hier müssen wir noch Rohstoff entladen dazwischen bauen übrigens. Mhm, jetzt ist die Straße hier auch schon als gesetzt. Ja, okay. Da. Die muss ich aber leider nochmal wegmachen. Also wie ich die hier nochmal wegmachen muss. Und die hier nochmal wegmachen muss. Oh Mist. So, jetzt muss ich mich hier alle angebundenen Straßen nochmal wegmachen, weil ich ja erstmal jetzt das Förderband hier setze. Nach dahin, von hier nach dahin. Wie sind die hier drüben nicht gesetzt? So. Das sieht schon mal nach was aus. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier die Straße drunter durchkriege. So, dann gucken wir mal. Wo könnte ich denn hier die Straße drunter durchgehen? Guck mal, hier passt sie drunter durch. Hier müsste sie doch drunter durchgehen. Nee, da geht sie noch nicht drunter durch. Hier geht sie auch nicht drunter durch. Wieso geht denn hier nirgendwo drunter durch? Was ist denn so ein Scheiß hier? Alles so flach.
nächste Sache ist, komme ich da überhaupt schon mal dran? Okay. Die Grafik will ich jetzt nicht bauen. Komme ich jetzt hier überhaupt dran? Da komme ich dran. Okay. So, wenn das hier so steil bergauf gehen kann, dann mache ich hier drüben noch einen Verteiler hin. Hier brauche ich mal einen Verteiler. Machen wir das Ding hier weg. Zack. Bauen wir hier drüben noch einen Verteiler hin. So. Andere Seite von der Straße. Da kriegst du nie eine Straße unten runter durch, oder? Probieren wir es mal. So steil bergab, also generell. Geht ja was mit der Straße unten runter durch. Wenn es auch nicht schön aussieht, jetzt hier das Straßenkreuzungskonzept, aber es würde funktionieren. Oh, das ist aber auch ein Gestückel hier mit den Straßen. Na, ideal. Was willst du machen? So ist das Leben manchmal, ne? So. Gut. Okay. Das geht schon mal. Dann muss das jetzt erstmal da dran mit angebunden werden. Das ist da angebunden. Da kommt die Kohle her. Hier kommt dann der Kies rüber. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das da angebunden kriege. Ich lasse das mal hier. Nehmen wir den. Das funktioniert. Gut. Also der Kies wird also quasi über den nach dahin transportiert. Das erstmal. Kann man ja mal machen, sowas. So. Das heißt, wir haben jetzt Kies hier, wir haben Kohle hier. Wir kriegen hier Zement raus, was wir dann über normale Straße quasi in ein Zementlager bringen wollen. Und dieses Zementlager soll auch ziemlich direkt neben dem Betonwerk und neben der Fabrik für Plattenfertigteile stehen. So. Da soll das Zementlager das reinbringen. So, da frage ich mich immer noch, ob ich das durchreichen kann. Und ich muss mit der Straße natürlich gut drankommen. Wir werden ja hier erstmal gucken, dass wir hier eine Bushaltestelle dazwischen kriegen, weil diese Bushaltestelle wird bis dahin nirgendwo mehr hinlaufen. Das können wir schon mal hier, ne? Das können wir schon mal. Die wird von der Bushaltestelle vielleicht noch die Fabrik hier erreicht. Und das war's. Dann machen wir erstmal hier oben eine Bushaltestelle dazwischen. Wichtig. So, das braucht man immer mal wieder. Und wir müssen mal auch eine Straße. Auch nicht hier eine Straße, sondern nach unten schon durch. Alles klar, okay. So, dann werden wir die ja auch nach oben durchziehen. Ja, das werden wir schon mal gleich machen hier. Momentchen. Straße hier, die Straße, die können wir erstmal schon mal glatt anpassen. So. Nach oben durchgezogen. So. So, der LKW würde dann hier immer rumfahren und das dann hier hinten ins Lager bringen irgendwo. Gut, Bushaltestelle, Busplattform klein. Ja, reicht aus, die sollen hier noch aussteigen hier. So, kriege ich die hier dazwischen? Wahrscheinlich nicht. Also mache ich die hier parallel dazu. So, der Straße, warte mal. Ja, da müssen die hinlaufen, hier müssten keine weiter hinlaufen. Dann mache ich sie parallel zu der Straße erstmal. So. Hier geht nichts. Das mal abzusehen. Und das ist wieder zu knapper. Ah, das war auch irgendwie abzusehen. Sollen wir das hier nochmal wegmachen? Die Straße erstmal ein bisschen durch hier, so. Und dann kommt er da dran und dann sieht es auch schön aus. Alles klar, okay. Gut. Okay. So, dann haben wir hier eine Bushaltestelle, die dann erstmal Leute verteilen kann. Also hier hin dann Leute verteilen kann und hier oben hin Leute verteilen kann. In die ins Zementlager, was wir jetzt erstmal bauen müssen. Das war wo drinne? Das war hier drinne, ne? Hier ist das Zementsilo. So, hier soll die Zementfabrik quasi ihren Inhalt. Oh, kann ich das hier mit hinbauen? Das hat aber auch einen Anschluss. Das ist aber auch jenseits von Gut und Böse, ne? Was den Anschluss hat. Denn ich kriege die Plattenbaufabrik, kriege ich hier nach unten, da drunten noch hin und. Genau. Okay, dann machen wir das hier hin. Die Zementgeschichte. Warte, was. Die Plattenbau braucht aber auch Kies, ne? Die muss von hier auch Kies kriegen.
Kann ich jetzt... Alles klar. Nee, die braucht auch Kies. Also die muss von hier Kies kriegen. Genauso wie das Betonwerk von hier Kies kriegen muss. Das ist schon alles nicht durchdacht hier, ne? Ich kann ja nicht so ein Förderband bis hier hinten durchmachen. Ja, theoretisch könnte man das machen, ne? Und da noch ein kleines Lager hin. Ah, das war aber teuer. So. Dann müssten wir das eigentlich so hinstellen, damit der einmal einen Winkel so weggeht und so einen Winkel weggeht. Na, wir planen das mal ein hier. So, wir stellen ihn mal so hin. So. Wollen dann bauindustrietechnisch. Ah. Ein Betonwerk haben. Und ich muss eigentlich nach da so den Anschluss kriegen fürs Kies. Und da kriegt sie den Anschluss von. Jupp, das passt. So. Und dann brauchen wir noch die Fabrik für Plattenbau. Hat da oben den Anschluss für Kies und hat hier den Anschluss für das. Da geht ein Fußweg durch. Okay. So. Jo, dann wird es jetzt interessant. Dann brauchen wir jetzt ein kleines Lager hier. Ein kleines Rohstofflager. Ne, das ist entladen. Wo ist das kleine Rohstofflager hin hier? Da. Passt uns das hier noch rein? Ah, das hat bloß einen Ausgang. Aber das macht ja nichts. So. Ich glaube, das eine Kieswerk reicht nicht aus. Jetzt lagern wir hier hinten den Kies drin und brauchen den aber hier. Das ist doch totaler Humbug. Humbug. Wo brauche ich denn sonst noch Kies? Ich brauche jetzt Kies hier, ich brauche Kies da, ich brauche noch Kies für den Asphalt. Hier brauche ich Kies. Ich kann nicht wissen, was das kostet, wenn ich jetzt... geht schon mal nicht. Überschneidung mit vorne Konstruktion, ja, ist klar. Gut, dann muss ich also hier immer erstmal so einen Verteiler hinbauen. So. 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 32 Tonnen mechanische Bauteile. Okay. Und theoretisch dann hier so einen Verteiler hinstellen. Dann müssen wir hier noch eine Straße drunter durchkriegen, das wird auch nichts werden. Ernsthaft? Wozu habe ich denn hier das Kieslager? Das brauche ich doch gar nicht mehr. Das brauche ich so wirklich jetzt nicht mehr. Jetzt lagere ich den Kies hier hinten und verteile den hier auch da drauf. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich muss ja hier irgendwo noch Straßen dran bauen. Ich komme hier hinten irgendwo in der Straße durch, oder? Hm.
im Leben nicht. Wie komme ich nicht mit der Straße durch? Ich bin begeistert. Ich komme da nicht ran mit der Straße. Na gut, okay. So. Muss ich denn lang genug sein, dass ich da einmal dran komme? Das klappt auch nicht. Das geht. Kommen wir irgendwie nicht raus. Ach doch. Mal ein bisschen dran rumzippeln und so, dann geht das schon. So, und dann müssen wir hier bloß noch eine Bushaltestelle mit einbeziehen. Kann ich jetzt hier noch eine Bushaltestelle irgendwo mit reinbauen? Die ist ein bisschen sehr groß. Die ist ein bisschen... Ein bisschen würde sie hier reinpassen, aber dann können wir nicht mehr durchfahren. Ja, wir könnten natürlich... Wo sind die... einfache Bushaltestelle hin? Tankstelle müssen wir hier auch machen. Die einfache Bushaltestelle. Bushaltestelle. Krieg ich hier auch nicht mehr ran paralysiert, ne? Fährt ihr denn durch eine einfache Bushaltestelle durch mit der Straße? Ich glaube nicht, dass das zählt, ne? Der Bogen darf hier nicht sein, aber... Das könnte interessant werden. Da werden wir doch auch nicht mit der Straße rauskommen. Das geht so, ich bin begeistert. Man müsste sich ja jetzt hier eigentlich so eine einfache Bushaltestelle noch daneben paralysieren lassen, oder? Lässt es sich. Wunderbar. Zack, so. Bushaltestelle ist auch dran. Falsche Straße. So. Gut. Okay, dann kommen wir hier jetzt quasi mit dem LKW doch bis nach oben durch. Hier müssen wir ja nur hin. Hier ist ja das Silo. Das müsste das Silo sein hier, ne? Ja, das ist das Silo. Ach so. Oh. Ich sag ja, wir planen und planen und planen und vergessen wir das einfach. Jetzt habe ich hier auf engstem Raum die Straße noch dadurch gekriegt, die wir hier eventuell brauchen, damit die Leute hier überall irgendwo hingehen können. Ach, ist doch alles Shit, ist doch das schon wieder. Das ist einfach, das passt hier hinten zwar alles wunderbar gequetscht rein, aber es ist alles scheiße. Alles gequirlte Scheiße. Kann wieder weg. Kann alles weg hier. Alles gequirlter Mist. So. Wir brauchen da mehr Platz für. Ist einfach so. So. Hier haben wir, was ist das hier? Das ist das große Zementwerk. So, das Zementwerk kriegt den hier noch eine Straße hoch. Dann muss der hier wirklich, der Zementbunker muss hier oben stehen, damit dann hier oben das sauber verteilt wird und von hier der Kies da dran transportiert werden kann an beide Gebäuden und dass der Zement von der anderen Seite daran transportiert werden kann. Das ist natürlich bei den Gebäuden wieder so eine Sache. Obwohl das eine hat natürlich in alle Richtungen wunderschöne Sachen. Das muss man schon sagen. Zementwerk haben wir ja schon. Betonwerk, das ist... Das braucht bloß einmal Kies kriegen von der Seite dort. So, einmal Kies kriegen und einmal das andere Zeug kriegen. Dann ist das cool. Das bauen wir jetzt einfach immer hin. Platz haben wir da. So. Und die Fabrik für Fertigbauteile. Die muss auch einmal Kies kriegen. Wo hat den Kiesanschluss? Da oben hat den Kiesanschluss. Der Seite. So, wunderbar. Das wird schon schief gehen hier. So. Hä? Achso, erstmal begradigen die ganze Sache hier. Ich sag ja, wir kommen mit unserem Kies hier bis da oben hin schon. So. Und dann brauchen wir jetzt noch das Zementlager. Das ist wieder mal ein Menü. Okay, da.
Da ist das. Das muss jetzt hier dazwischen einfach. So dicht wie möglich da dran, damit wir hier mit der Straße noch rauskommen. Dann machen wir hier die Straße weiter. Oh, die kommt da dran. Die kommt da dran. Die kommt da dran. So, hier kommt eine Straße rum. Einfach mal so. So, und jetzt kommen die infrastrukturelle Teile. Diese hier. Eins kommt da drüber. Geht sogar. Wunderbar. Eins würde ich gerne da dran bauen, aber da müssen wir wahrscheinlich dann hier mal einen Übersetzer hinbauen. Der das hier quasi dann ums Eck legt. So. Warte. Wir brauchen noch so ein Ding. Den ich hier direkt angesteuert kriege. Es gibt mir nicht Gebäude im Weg. Ach. Die ganzen Fördermänner wieder weggebrochen. Leute, warum tut ihr euch das an? Mann! Diese Scheiße hier. So eine verquillte Kacke hier. Geht wieder nicht, passt da wieder nicht hin. Gebäude im Weg, also wie viel Diener kommt. Ist ja nicht so, dass diese ganze Kacke ganz schön teuer ist hier, aber willst du machen, so ist das Leben halt, ne? So. Gut. Was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt geschafft, dass hier der Zement dann angeliefert werden muss über Straßen, die wir hier noch zu bauen haben, die wir nie im Leben und durch die Firma bauen lassen können, weil das alles zerstückelt ist wie sonst sowas. Wir haben hier die Bushaltestelle. Wir haben von hier durchaus die Möglichkeit, hier mit einer Bushaltestelle, die wir sowieso hier in der Region geplant haben, da die Leute noch ranzukriegen. Wir haben hier jetzt dann das Betonwerk. Wir haben dann hier die Fertigteilenpaletten. Beton kann ich leider nicht speichern. Das muss ich natürlich dann abführen noch in einen Speicher, weil wir müssen noch die Dings dazwischen bauen hier. Die wollen wir noch haben. So, einen da lang. Und hier muss ich natürlich noch ein Freilager bauen. Das kann ruhig klein sein. Wird in die Richtung dort angeschlossen an die Straße. Das ist alles ein Kreuzungsgewirr hier. Gefallen tut mir das alles nicht. Aber was willst du machen? So. Das ist zu lang jetzt. Da war natürlich wieder was. Ja, es war so klar, dass das zu lang ist, ne? Oh, noch ein großes Freilager hin hier. Ja, das ist wieder zu eng alles. Da kriegen wir es wieder nicht sauber dran gemehrt. So. Hä? War nur wieder los. Bauen. So. Und dann können wir das hier dran mehren. So. Okay. Gut. Und dann geht quasi, hier wird Beton hergestellt, das muss immer von hier abgeholt werden. Hier wird dann die Plattenbau hergestellt, hier haben wir irgendwelchen Platz für irgendwelchen Schrunz. Hier werden wir noch eine Bushaltestelle gleich mit einplanen. Komm, das machen wir auch gleich hier. Wie wäre es denn hier schon mit einer Busplattform klein? Machen wir hier nochmal dazwischen. Stellen wir hier da einfach so mit hin. So, steht wunderbar. So, gut. Dann haben wir das auch. Dann können da nämlich Leute aussteigen, die hier arbeiten müssen. Hier können Leute aussteigen, die da arbeiten müssen. Die Leute, die hier arbeiten müssen, die können da aussteigen. Wir müssen hier oben noch eine Bushaltestelle dazwischen machen. Die beiden Dinge sind fertig gebaut. Ja, da oben müssen wir auch noch eine kleine Bushaltestelle dazwischen setzen. Die quasi von beiden erreichbar ist. Oder erreicht werden kann. Von beiden Seiten. So. Hätte ich das ganz gerne.
Ah ja. Wunderbar. So, da haben wir dann auch Straßen, damit die denn hier hingehen können, die da arbeiten wollen. Haben wir hier eine Bushaltestelle, dann müssen wir da nur noch die Bagger reinkaufen und die LKWs dafür kaufen. Eine Tankstelle wollte ich hier noch reinbauen. Haben wir die hier gerade, da haben wir eine Tankstelle, die wollte ich hier unten noch reinbauen. Da habe ich gesehen, das passt hier wunderbar hin. So, gut. Schwierig. So, 35 Minuten schon wieder alles in Planung gebracht und wir sind so weit, dass wir jetzt aber die Platten machen können. Da haben wir den Kies, da haben wir den Beton, ne? Hier haben wir den Beton, den wir brauchen. So, die Asphaltgeschichte, die machen wir denn hier unten hin oder weiß ich noch nicht wo. Ich muss ja hier irgendwie, kann ja von denen abnehmen hier, ne? Der kann ja dann noch da runter transportieren. Den ganzen Asphalt. Die Asphaltgeschichte machen wir hier unten hin. Der muss Beton dazu kaufen. So, und jetzt brauchen wir noch ein Ziegelwerk. Braucht das Ziegelwerk eigentlich auch Kies? Ne, das braucht bloß Kohle, ne? Dann machen wir das Ziegelwerk hier oben in die Ecke rein. So, wo ist das Ziegelwerk? Bauen, bauen, bauen. Nee, da natürlich nicht. Das war hier wieder mit dabei. Und da ist die Zementfabrik, Betonfabrik, Asphaltanlage, die Asphaltanlage. Die machen wir dann erstmal hier unten passig, ne? Wie kommt denn hier mit hin? Da hat sie sogar schon Strom. Das ist Strom, müssen wir auch noch reinbauen hier. Da müssen wir da irgendwo einen Stromverteiler reinsetzen. So, dann kommt hier die Asphaltanlage hin. Wow, sieht das mal ganz gut aus. So, da kommt die Asphaltanlage hin. Die kriegt natürlich dann auch eine Straße angeschlossen. Einmal hier so rum. Das passt natürlich wieder überhaupt nicht hier alles. So, so geht's. Wunderbar. Bauen. So. Dann brauchen wir dann noch den Anschluss von Jonas hier. Und da. So, dann machen wir das auch mal hier fertig. 270.000. So. Dann haben wir das auch und jetzt brauchen wir noch das Ziegelwerk. Das wollen wir noch schnell bauen. Beziehungsweise wir erlauben erstmal noch den Bau hiervon. So, und dann werden wir noch das Ziegelwerk bauen. Stahlwerk, Zement, Asphalt, Ziegelfabrik. So, und die Ziegelfabrik, die kommt einfach mal hier unten hin. Ja, die braucht, was braucht die denn eigentlich, Ziegelfabrik? Die braucht Kohle und dann war's das. Also können wir das Kohle dran anliefern und ein Freilager dran bauen. So, und dann kommt da ein kleines Freilager dran. Ist ein kleines Freilager. Warte mal. Nee, doch, habe ich gebaut. Kleines Freilager. Freilager klein. Mit Straßen. Ach, das ist ja wieder alles mit Straßenanschluss hier. So. So. Ziegel bauen, Straße. So, jetzt haben wir das hier einmal durchgeplant. Bauen. So, das Ganze hier, das ist natürlich schweineteuer. Am teuersten wären uns die ganzen Förderbänderanlagen, die wir dazwischen haben. Die Straßen müssen wir zu großen Teil wirklich alle von Hand machen, weil diese ganzen kleinen Stücken hier, das kriegst du ja alles nicht, sonst nicht hin, da bist du ja wahnsinnig bei. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier eventuell Fußwege noch dazwischen setzen müssen, damit das was wird. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Achso, das ist dieses, naja, okay. Da gucken wir mal, ob wir das noch anschließen müssen oder nicht, aber wenn es mal brennt, okay. So, hier haben wir irgendwie auch einen Anschluss von irgendwas. Keine Ahnung. Gut, das werden wir dann jetzt demnächst hier alles bauen. Wir haben hier oben noch unsere Kohlegeschichte geplant. Wir gucken mal, wie sieht es hier aus. Jetzt sind hier schon 8 Professoren am Arbeiten. Die bilden hier ordentlich Studenten aus. Das finde ich schon mal ganz gut. Da könnte was gehen. Da könnte was. Also dieses Zuweisen der Arbeiter, das hat auf jeden Fall schon mal positive Sachen gebracht. So, Geld haben wir auch eigentlich einigermaßen ganz gut auf der hohen Kante. Das heißt, also, wir können uns auch ein bisschen was erlauben, ein bisschen was schnell kaufen. Ein paar Sachen produzieren lassen. Also wir werden wahrscheinlich hier mit der Ziegelfabrik anfangen, damit wir die Ziegel nicht mehr kaufen müssen, die wir hier eventuell noch alle verbauen wollen. Und ja, ich glaube, das wird das erste sein. Wir werden erstmal eine Ziegelfabrik bauen und dann geht's weiter. So, das heißt also, diese Straße, die kaufen wir uns hier schon mal. Dann ist das schon mal fertig. Ein neuer Fahrzeugtyp ist verfügbar, ein neuer Bus.
Ja, das ist ganz gut. Den gucken wir uns dann an. Und dann werden wir hier sagen, Tom, hier, du kannst da mal eine Baustelle machen ohne deine Straße. Ja, das ist die Straße da hinten noch. Du kannst dich hier auch instant mit drum kümmern. Und du natürlich auch. Kümmer dich mal darum, dass die Ziegelfabrik hier gleich richtig aus dem Knick kommt. Und der Bus, der kann da auch Arbeit dahin verfrachten. Nee. So. Und dann kann da was gebaut werden. Da ist jetzt richtig was los hier. Denke ich mal, das wird auch ein bisschen Geld kosten. Das braucht auch 157 Ziegel, aber wenn die weg sind, dann ist alles gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann bis 157 Tonnen Ziegel hier auf Lager haben. Kann ich da mal ein paar von Hand kaufen mit Rubel? Ziegel, manueller Kauf. Kauf die mal. Haben wir jetzt 154 Tonnen Ziegel. Da brauchen wir 157. Ja, das ist natürlich auch wieder ungünstig, ne? 3 Tonnen nachkaufen. Oder, naja, gut. So. Automatischer Kauf ist aus. Ist nur noch für vorgefertigte Platten und ähnliches dann da. Gut, dann machen wir nämlich erst die Ziegelfabrik fertig hier und dann wird das Freilager noch gebaut. Was immer mechanische Bauteile kostet. Und dann werden die ganzen anderen Geschichten hier gebaut. So, dann sind wir mal 41 Minuten ziemlich drüber über meiner Zeit, die ich eigentlich einhalten wollte. Hätte ich mal doch in 20 Minuten vorhin gemacht. Naja, gut, egal. Ich wollte jetzt aber diesen Plan hier endlich fertig haben, damit das nicht alles so schlimm aussieht. Aber wir hatten ja wieder recht, ne? Am 1. April große Ereignisse werfen Schatten voraus. Sehen wir jetzt sicher auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.